Herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Wollmeier. Ich bin der CSO von Juvelis Digital System AG in der Schweiz, bin Berater und für den Partnervertrieb zuständig. Ja, was macht Juvelis so besonders? Darauf werde ich in dieser Kurzpräsentation kurz eingehen. Und zwar ist es folgendermaßen: Die Juvelis-Gruppe ist vor etwa 7 Jahren entstanden. Und zwar ist es so, dass Juvelis mittlerweile über 40 Unternehmen beinhaltet und davon über 20 alleine in der Schweiz GmbHs und AGs. Und das hat es aus meiner Sicht so noch nie gegeben, mit dieser Reputation einen Vertrieb aufzubauen. Und Juvelis ist halt eben ein Unternehmen, wo Network Marketing, was wir hier jetzt eben bedienen, nur ein Vertriebskanal von vielen ist. Unter anderem haben wir den CEO, den Erwin Doktor, der ein MBA abgelegt hat. Wir haben den Dr. Dr. Michael Offner im Team, der 3 Doktortitel besitzt mittlerweile. Wir haben den Steffen Bastian, den Chairman on the Board of der Juvelis Group, also den Chef der Juvelis Gruppe. Wir haben die Evelyn Barnett, die ja die rechte Hand von dem Steffen Bastian ist. Wir haben den Hannes Kirchbaumer, der für das Online-Marketing zuständig ist mit seiner Online-Marketing-Agentur. Und wir haben mich als Chief Sales Marketing Officer. Ja, wir schaffen Lösungen für dezentrale Exchanges. Was bedeutet das für den Endkunden? Das bedeutet, dass der Endkunde mit seinem Krypto-Portfolio bei uns mit am sichersten ist. Warum? Weil halt eben diese dezentrale Lösung halt eben dazu führt, dass man eben so gut wie unhackbar wird. Ja? Also alles auf der Welt ist hackbar im Grunde genommen, aber wir sind halt eben so sicher wie Bitcoin im Grunde genommen. Bedeutet halt eben, Bitcoin wurde noch niemals gehackt. Und jeder, der schon mal gehackt wurde, der weiß, wie wichtig das Thema Sicherheit ist. Ja? Es ist so. Wo ist denn jetzt der große Vorteil, wurde ich gefragt, von Juvelis? Der USP, wirklich das Alleinstellungsmerkmal, womit wir wirklich punkten können und halt richtig in den Massenmarkt und Millionen oder Multimillionen von Mitgliedern in der Community aufbauen. Und zwar ist das eben so, dass wir halt eben dementsprechend ja einen Coin rausgeben, nämlich den Juwel. Der Juwel wird bei 2 Cent starten. Warum wird der Juwel jetzt so viel anders verlaufen als andere? Was wir hier sehen, ist eine Prognose, die halt eben wirklich rechtssicher ist. Ja, wir dürfen hier nicht irgendwelche Zahlen nehmen, aber wir haben hier unten mal in Aussicht gestellt, was es denn werden könnte, wenn wir halt eben dementsprechend stark in den Markt hineingehen. Und ich glaube, das werden wir tun, weil wir halt eben uns von anderen unterscheiden. Wir haben zum einen das Gerät, was die Exchange mitschützt. Und zwar mit einer Node, wie mit einem Bankenserver im Grunde genommen vergleichbar. Und wir haben die sicherste Technologie, die halt eben Bitcoin Cash beinhaltet. Da haben wir eine eigene Blockchain. Jetzt möchte ich aber nochmal auf den USP eingehen, den der Kunde wirklich bei Juvelis aus meiner Sicht hat. Dies sind keine Garantien. Ja, ich sage mal, jedes Geschäft hat ein Risiko. Aber es ist halt eben dementsprechend, ich glaube, mit einer der besten Projekte, die momentan am gesamten Kryptomarkt existieren. Und hier ist es halt eben so, dass wir halt eben dementsprechend in der Lage wären, auch solche Prozente hier zu erreichen. Ja, da gab es halt eben in der Vergangenheit einige Coins, die halt eben dementsprechend diese Performance gebracht haben. Und wenn man sich das überlegt, dass man von Anfang an dabei ist bei einer Unternehmensgruppe, die wirklich eine Story hat, die man halt eben nachverfolgen kann, die wirklich Real-Life-Story ist, dann haben wir hier mit diesem Produkt die Möglichkeit, halt eben dementsprechend eine sehr hohe Community aufzubauen. Also eine Community, die wirklich aus Millionen oder Multimillionen von Mitgliedern besteht. Natürlich nicht heute und nicht morgen. Natürlich ist das auch ein Ziel, ja, in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren vielleicht. Ja, aber hier ist das eben mal wirklich möglich gemacht worden, weil halt eben die Reputation stimmt, weil das Team stimmt, weil wir halt eben dementsprechende Experten an Bord haben, die woanders halt eben fehlen. Und wenn wir uns solche Renditen halt eben vorstellen, dann haben wir halt eben dementsprechend 2 Möglichkeiten. Wir können den Coin halt eben dann verkaufen oder wir können halt eben die Unternehmensbeteiligung nutzen. Ja, das heißt, wir werden an der Exchange beteiligt.
Bedeutet, ein Gerät kostet momentan 2000 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja? Und diese 2000 Euro sind vielleicht das beste Investment der Welt. Nochmal, wir können das nicht garantieren, aber von der Trendprognose her ist Juvelis einer der wenigen Projekte, wo ich sagen würde, und ich gelte draußen als Experte am Kryptomarkt, wo halt eben dementsprechend diese Renditen möglich werden überhaupt. Ja? Nur bitte halt eben das nicht verwechseln, nicht heute und nicht morgen. Wir wollen einen konstanten Kurs wirklich einnehmen. Ja, und dafür haben wir halt eben auch verschiedene Strategien aufgestellt. Unter anderem sind wir in der Lage, auf Knopfdruck in Zukunft Projekte zu tokenisieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Unternehmen sich halt digitalisieren lassen auf unserer Blockchain und wir davon einen Teil, nämlich eine Marge bekommen, zwischen 3 und 5% mal angenommen. Das ist Verhandlungsbasis, das ist ganz klar, je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist und wie viel Liquidität es besitzt. Aber diese Projekte, die fließen in unseren Coin hinein und das macht den Coin natürlich auch wertvoller. Ja? Zusätzlich ist geplant, dass wir an ETMs gelistet werden, damit eben ein Brand entsteht, ein Bekanntheitsgrad. Ja? Und jetzt kann jeder mal für sich überlegen, wo sowas denn schon mal letzten Endes da war. Also Network Marketing, alles, was versprochen wurde, bisher leider, muss ich sagen, ist in der Regel weniger eingetreten. Und hier ist Network Marketing, nochmal zurück zum Anfang, halt eben nur ein Vertriebskanal. Wir haben ein weltweites Online-Marketing. Bevor ich zu Juvelis gestoßen bin als Berater, war es so, dass Network Marketing gar nicht angedacht war. Warum? Weil man sich nicht auskannte, weil man einen Vertriebsprofi brauchte. Und weil wir halt eben hier dementsprechend das Vehikel geschaffen haben, um die Community zu schaffen, aber keine Network-Coin. Das muss man unterscheiden. Ja, Juvelis ist eine Firmengruppe. Und wir haben ein Vertriebsmodell mitgeschaffen, mit in das Unternehmen angebunden, wo wir halt eben dementsprechend die Möglichkeit haben, eine richtig große Community zu bilden, damit auch solche Kurse in Zukunft, bitte aufpassen, möglich werden. Ja, weil wir wollen unter den Top-Exchanges sein. Juvelis hat eine enorme Reputation, die Juvelis-Gruppe. Ja, über 40 Unternehmen weltweit. Das hat es so in der Form noch nie gegeben. Und das sind die Vorteile oder das Alleinstellungsmerkmal, was, glaube ich, für den Kunden wirklich interessant ist. 2000 Euro investieren und die Aussicht zu haben, ja, die Möglichkeit zu haben, dass es nochmal solche Kursexplosionen überhaupt geben kann. In diesem Sinne wünsche ich allen viel Erfolg. Dies hier war die Kurzpräsentation von dem Juwelcoin bzw. von dem Produkt dahinter. Und in den nächsten Videos werden wir noch vorstellen, was an unseren Karriereplänen, an den Marketingplänen halt eben dementsprechend interessant ist und was auch die Alleinstellungsmerkmale sind zu anderen Vertrieben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.